Und wie, Herr Volz, gell? Herr Volz, das war der Kollege. Sie sind ja vom, Sie sollen das ja durchsetzen als Chef der Verkehrsbetriebe. Sie haben jetzt in der Pressemitteilung oder die Pressemitteilung der Stadt, die Sie ja offensichtlich koordiniert haben, da steht nichts von irgendwelchen Ausnahmen drin. Ich frage mich, wie kommt das? Gut, es kann nicht immer alles in der Pressemitteilung, da stehen die wichtigen Neuerungen drin. An Ausnahmeregelungen hat sich nichts geändert. Wenn es medizinische Ausnahmeregelungen gibt, dann bleiben die. Das ist keine Neuerung, deswegen steht das nicht in der Pressemitteilung. Also auf was basieren Sie denn Ihre Maßnahmen bitte? Wir basieren die Maßnahmen auf Verordnungen, die es gibt. Auf welche? Auf Verordnungen und auf dem Gefühl der Fahrgäste, denn es ist wichtig, geschützt zu sein in den Fahrzeugen. Das sind unsere Fahrgäste, unsere Kunden und die erwarten das auch, dass wir was tun dafür, dass die Quote, die Tragequote sehr hoch bleibt. Auf welche Verordnung bitte, Herr Volz, auf welche Verordnung beziehen Sie sich? Auf die gültigen Verordnungen. Auf welche Verordnung beziehen Sie sich, Herr Volz? Also ist das eine Nachfrage? Auf welche Verordnung beziehen Sie sich? Ja. Sie kennen sie doch selbst. Die Verordnung. Ja, aber auf welche beziehen Sie sich denn? Also, Also mir will er nur eine Frage beantworten, der im SWR mehrere. Interessant. Das ist was, was nicht haben. Ja, aber ich habe ein bisschen Stil. Ich gebe erst ein Interview und Sie halten Ihre Kamera rein. Wenn die Bereitschaft nicht mehr gegeben ist, dann nehmen Sie bitte Abstand. Vor dem Gesetz, Artikel 3, sind alle gleich. Ich habe eine Frage gestellt. Das darf doch nicht wahr sein. Das akzeptieren Sie bitte. Die Grenze ist an der Stelle erreicht. Welchen Presseausweis haben Sie denn? Wer hat Sie legitimiert? Ich brauche als steht im Pressegesetz, Artikel 2, dass ich mich nicht legitimieren muss als Presse. Ja. Wir vom Verkehrsbetrieb R&V, wir haben ja seit Beginn an der Maskenpflicht, 27. April ging es ja los, vieles dafür getan, dass die Ausstattungsquote, die Tragequote sehr hoch ist. Wir haben tatsächlich 98-99% der Menschen haben eine Maske an. Also wir haben keine skandalösen Zustände in den Bahnen, aber wir merken so ein bisschen, bröckelt es leicht. Und wir merken auch, dass unsere Fahrgäste, die ja weit überwiegend Maske tragen, auch sagen, warum tragen denn die wenigen anderen keine? Und ich fühle mich wohler, wenn alle eine tragen. Und es geht darum, die 100% zu halten. Aber nochmal, die Quote, die Tragequote ist sehr hoch. Wir haben keine schwierigen Zustände. Wir müssen nur schauen. Wir merken jetzt, wir müssen jetzt was tun, damit es hoch bleibt. Und möglichst bei 100%. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe.